Yo Leute, willkommen zu Hallo zu meinem Video. Heute drehen wir Instagram-Bilder nachstellen. Hallo kämpft gegen mich an und ich werde mir aber richtig Mühe geben, um ihn zu schlagen. Dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Schaut es bis zum Ende an. Und abonnieren nicht vergessen. Genau. Und abonnieren nicht vergessen. Okay. Also jetzt sind wir auch schon unterwegs und ich hoffe, man kann es sehen. Von Dagi B ist das Foto, glaube ich. Kann man es sehen? Ja, ist von Dagi. Ja, ist von Dagi B. Und ja, wir haben zwar keinen Palmstrand, aber wir suchen uns einfach jetzt so einen fetten Baum. Die Sonnenbrille haben wir auch. Ja, wir suchen uns jetzt einen Spot. Was ist das? Ist das Ganja? Oh, das ist Ganja. Oh, das ist Ganja. Wir suchen uns jetzt einen Baum mit dicken Wurzeln. Ich glaube, da hinten waren irgendwie in der Richtung. Also da ist mehr Wald, deswegen würde ich sagen, wir gehen dahin. Jo. Und im Übrigen, also ich habe auch, oder wir eher gesagt, haben auch uns darum gekümmert, dass wir die richtigen Outfits haben. Ich habe die Outfits für sie ausgesucht und sie hat es für mich ausgesucht. Wir haben hinten Palmen gefunden und da probieren wir jetzt erstmal das Foto aus. Ansonsten suchen wir uns einen großen Baum. So in die Richtung, so hoch. Weiter hoch. Okay, jetzt kurz nochmal zum Vergleich hier. Okay, sollte eigentlich passen. Ja. Besser als vorhin? Ja. Ja, dann haben wir jetzt schon mal den ersten Fotospot gemacht und da hinten sind übertrieben viele Leute, ungefähr, keine Ahnung, 200 ja, oder so. Richtig peinlich einfach mit dieser komischen Brille. Und die hat mir übrigens Giovanni geschenkt. Shoutout geht raus. Props an Giovanni. Ja. So, liebe Leute. Man sieht mich gar nicht. Ja, moin. Entweder man sieht mich oder man sieht dich. Ja, auf jeden Fall, wir suchen uns jetzt eine große Wiese, weil jetzt darf der Hallel das erste Foto nachstellen. Und das wird sportlich, gell? Ja. Glaubst du an dich, dass du das schaffst? Ich glaube schon. Nur, wir haben, ich sag's später einfach, wir haben was vergessen. Aber das mache ich dann per Photoshop und Magie hinzufügen. Genau. Ja, eigentlich wollte ich ihm das Foto gar nicht vorher zeigen, aber naja. Professionelle Umkleidekabine. Ja. Absolut hinterm Baum. Public ist da. Okay, ich würde sagen, wir gehen in die Richtung, weil da ist die Wiese. Jo. Es sieht so richtig einfach aus, ne, danach, also wenn man sich das Video anschaut. Aber die ganze Arbeit, die wir jetzt hier hatten, mit Vorbereiten, Herkommen, Umziehen, Filmen, Bearbeiten. Genau, ich habe mir nämlich gedacht, schon mal der Cristiano, der ist ja dein Vorbild. Mhm. Und du hast ja früher auch Fußball gespielt. Und deswegen solltest du das jetzt schon drauf haben, auch mal so zu posen wie er. Du sah aus wie eine Ballerina. Ja. Du musst dir vorstellen, du kickst gerade einen Ball. Okay, nochmal. Ja, der andere Arm muss noch ein bisschen weiter nach hinten, aber sonst sah es gut aus. Das war gut. Willst du nochmal? Das ist ein schwieriges Foto, ne? Ich nehme echt so leichte Fotos. Und ja. Okay. Mach noch einmal. Mit Energie. Stell dir vor, du kickst gerade echt einen Ball. Das war gut, ja, sehr schön. So ein scheiß Foto, Alter. Abgesehen von den Fliegen ist das ja echt eine scheiß Location. So, Hallels Foto ist jetzt, glaube ich, ganz gut geworden. Aber ihr habt ja gemerkt, der Ball hat gefehlt. Und deswegen musst du das Foto richtig schön bearbeiten und den Ball noch einfügen. Wenn euch die Art von Instagram-Bildern nachstellen gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare oder lasst ein Like da, damit ich es weiß und vielleicht ein Teil 2 kommen soll. So, der Hallel ist dran mit seinem nächsten Foto. Und zwar suchen wir uns jetzt einfach einen hellen Spot aus, weil man da keinen Hintergrund braucht. Genau, und da muss er eine coole Grimasse ziehen und ich freue mich schon drauf. Venedig-Vibes. Venedig 2.0, ja, moin.
Und wir gehen jetzt da auf die Treppen hoch, damit jeder schön Handel dabei zusehen kann. Ich glaube, das ist das dümmste Foto von dem Format heute. Also das ist einfach Güssing raus am Mäus. Schaue ich auch sehr aktiv. Aber das Foto ist echt dumm. So, dann starten wir doch mit dem nächsten Foto. So, muss man noch ranzoomen. Du musst ein bisschen weiter runter schauen. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Noch ein bisschen mehr Falten machen, wenn du es hinkriegst. Oh yes. Wie geil. Aber nicht die Augenbrauen so hoch. Das ist richtig gut. Vor allem deine Ohren sind auch so groß wie seine. Ja, moin. Läuft. Ja, top. Ich würde sagen, wir haben es. Wir haben es nämlich auch so überlegt, dass wir nämlich eine Challenge machen. Das heißt, ihr könnt auswählen, wer am Ende des Tages besser abgeschnitten hat bei den drei Fotos. Genau. Ich würde sagen, ihr wählt mich, ihr habt mich ja nicht umsonst abonniert, ja. Ja, aber ich kann es halt einfach besser. Sind wir beim nächsten Fotospot. Ich zeige euch noch mal kurz das Foto. Das Foto ist von Lena. Lena Meyer-Landrut. Jetzt. Okay. Also sie ist auf jeden Fall an so einer Stange und hängt sich da so schräg dran. Noch mehr. Also sie ist sozusagen ist komplett, sie lehnt sich schon raus. Weißt du, was ich meine? Das sieht eigentlich gut aus. Okay, dann haben wir das Foto. Kching! Okay, wir sind jetzt noch am letzten Spot und das ist das Foto. Das ist von Sonny Lou. Da liegt sie und keine Ahnung, da sind irgendwelche Gutscheine hinzugefügt. Ja, das machen wir jetzt mal. Okay. Sieht eigentlich genauso aus. Jo, Hammer. Hammer. Sieht einmal absolut cringe und komisch aus. Ja. Ja, ist so, warum legt man sich auf die Wiese? Man macht da ein Foto und. So, schau dir mal das Foto an. Ich habe es hier schon dahergelegt. Jetzt musst du. Kannst du dir aus meinem Schal so ein. Ich werde ausstrecken. Also du hast eins so eine Faust, mit dem anderen hältst du dich so fest. Ja, genau. Wie geil. So gut. Und so, wow, ein Kamera. Wieso? Ich habe irgendwie die schwierigsten, komischsten Aufgaben gehabt, ja. Komm mal mit, ich muss euch noch was zeigen. Also ich habe hier meine Tafel und dazu muss ich auch noch sagen, dass ich es zum ersten Mal bei Hey Moritz gesehen habe und das fand ich ganz cool als kleine Motivation. Ja, wo ich zuletzt hingeschrieben habe, waren wir bei 244 und inzwischen sind wir bei 255. Ja, das war es dann auch eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall war es mega spaßig. Willst du auch noch was sagen? Also ich hatte heute sehr viel Spaß mit dir, Halil. Dankeschön. Ja, ich habe dich gezwungen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, genau. Eigentlich war es unfreiwillig. Nee, auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf eure Kommentare und vergesst nicht abzustimmen, wer es besser gemacht hat. Ciao!